Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Darst und Elysian Tale. Dann wollen wir uns endlich mal in die Schlacht stürzen. Also in die richtige Schlacht, nicht gegen diesen unsichtbaren Blitzassassinen hier. Hups. Nein, so kommen wir da nicht wieder hoch. Also müssen wir den ganzen Weg nochmal gehen. Hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Sonst geht's das exakt auf die Nase. Hm? Und eine Truhe. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Wir haben genau noch Schlüssel für Anhänger der Weisheit. Mal sehen, was kann der? Der macht einen Angriff runter. Macht aber einiges mehr an Verteidigung. Ich bin ja eh immer so der Defensivmensch. Die Verteidigung finde ich toll. So. Anhänger der Kreatur. So, den rüsten wir mal aus. Anhänger des Kriegers. Nö, alle anderen sind nicht so besonders. Oh, wir haben hier aber noch nicht alles entdeckt. Vielleicht weiter oben ein Schlüssel. Auf jeden Fall so kleine Steinbewohner oder wie man sie auch immer nennen möchte. Da geht es über die Lava. Noch eine Truhe. Aber wir haben aber nur noch 4 Schlüssel. Na, hoffentlich ist das jetzt kein Fehler. Aber ich denke mal nicht, weil die Karte sagt, wir haben erst 55% der Schätze gefunden. Also vertraue ich der Karte mal. Au. Das war jetzt nicht so die tollste Idee. Loszuspringen noch, bevor die Lava verschwunden ist. Naja, hat sich das ein paar Brandblasen geholt. Er scheint das ja abzukönnen. Wo müssen wir jetzt lang? Ah, wir sind schon mal richtig. Hier ist ein Gegner. Nein, das war falsch. Da sind wir tatsächlich drauf reingefallen? Nein, wir sind auf der anderen Seite gelandet. Ups. Springst du mir direkt in die Bombe rein? Bist du selber schuld. So, auf in den Krieg. Well done. Let us begin our assault. We're right behind you, Sanmith Rauren. Okay. Ich dachte, ihr seid direkt hinter mir. Warum rennt ihr dann voraus? Okay, es geht los. So viel zur Armee, hä? Okay. Dämmerlandbecken. Ah, wir sind in einem neuen Gebiet. Mehr oder weniger neuen Gebiet. Obwohl, wir sind immer noch im selben Gebiet, oder? Ja. Aber jetzt haben wir es endlich mal richtig erreicht. Okay, speichern wir hier mal ab. Obwohl, nö. Speichern brauche ich ja nicht unbedingt. Wir haben Autosave. Und das hier sind, glaube ich, unter anderem die stärksten Gegner im Spiel. Die haben sogar Kriegshunde. So geht das, Leute. Einfach durchhauen. Oh. Ach du grüne Leute, du bist ja ordentlich dick gepanzert. Au. Da bin ich jetzt direkt in ihn reinge. So, Flammensäule. So, erstmal raus hier. So, jetzt aber ausgewichen. Au. Jetzt ist er weg. Das verschafft uns schon mal den Kampfvorteil. Wenn der nicht mehr da ist. Irgendwie ist das halt schon ein bisschen unfair.
dass auf uns sie mich auf ihrer Seite haben. Ja, der Gegner mal so gar nichts wirklich kann. Ich meine, der wird von den Mondblütern schon im Stunlock gehalten und ich kann einfach mal so drauf hauen. Genau so, nämlich. Und Stufenaufstieg. Ah, noch ein Hund vor mir. Gibt's hier was auf der Karte? Nee. Ich möchte. Ich möchte bitte den Angriff steigern. So, Dankeschön. Nein, auf der Karte gibt's nichts. Also weiter geht's. Ja, wir stürmen weiter vor. Und hauen sie ordentlich zu Brei. Ihr da könnt euch auch ruhig mitmachen. Ich bin ja so nett. Und gebe euch eine helfende Hand, mit der ich euch auf den Rücken lege. Die können auch kontern, fällt mir gerade so auf, beziehungsweise blocken. Das war gerade sehr klug von ihm und doppelt so klug von mir. Ich werf mal lieber Hot Dogs ein. Wow, was zur Hölle. Wo haben sie jetzt das Science-Fiction-Zeug her? Ich meine, habt ihr das gerade gesehen? Das war ein... Naja, ein... fliegendes Ding. Oh, ich habe Galbi vom Holzkohlegrill gekriegt. So, alle auf einen. Ist ja gar nicht unfair. Okay, hier gibt es Schätze. Und wieder sein. Worauf bekommt er? Mist, ich wollte ihn packen und auf die Erde schleudern. Das hätte sicherlich gut zu Schaden gemacht bei denen da unten. So. Lassen wir die Seite sich prügeln. Das kriegen die auch ohne mich hin. Das sind ja nur ein, zwei Gegner. Okay, hier unten wird es dunkel. Au. Gebt's auf, ich bin toller als ihr. Noch eine Truhe. Oh, da ist so ein Rocket. So ein Helikopter. Na doch, ich nenne sie Roffelkopter, so wie sie aussehen. So, was haben wir? Die Soldatenrüstung, einen Bauplan. Hui, du bist schick, aber brauchst wieder Hundemarken. Hm. Was brauchen wir eigentlich noch so Hundemarken? Haben wir hier was Tolles? Ja, hier haben wir was Tolles. Plus 800 Angriff und Fidget mal 2. Ah, das wird jetzt, das wird hergestellt. Wir haben so viel Geld. Kaufen wir alle ihre Hundemarken noch auf, auch wenn das komisch klingt. Und dann stellen wir das hier her. Und rüsten es auch gleich mal aus. So. So, Fidget, jetzt mach mal ordentlich Schaden. So. Jetzt geht das durch wie Butter. Okay, hier oben sind wir auch schon im Vorteil. Jawohl, ich habe ihn gepackt und... Autsch. Ja, das war jetzt fett.
Ich meine, das Ding ist riesengroß und explodiert auch noch. Da. Genau. So, auf die Nase. Safe Point. Aua. Ja. Ganz ruhig aufhören, Lava. So, auf den Boden. Hoch. Und hopp. Und ich glaube, ich hätte die Bombe mitnehmen sollen. Au. Die brauchen wir hier sicherlich demnächst. Genau, hier nämlich. Dahinter ist noch ein. Wollt ihr mich veralbern? Sagt die Karte. Hm. Gut. Bombe holen. Au. Heilung einschmeißen. Aua. Und ja, das mache ich voll mit Absicht. Eigentlich nicht. Das mache ich voll mit Ungeduld. So. So, Ring der Verwüstung. Der ist nice. Braucht aber auch wieder ziemlich viel Zeug. Okay, wir brauchen eins hiervon. Dann brauchen wir einen Haufen Nägel. Wie viele Nägel brauchen wir denn? Erstmal noch 7 von denen hier. Und dann noch... wie viel? 33, okay. Wert eingeben können wir leider nicht. Ah, dann her mit den 33. Und her mit dem Ring. So. Regeneration. Dann ersetzen wir den Ring da. Den Ring hier, den wir vorhin gefunden haben. Mit Fidget mal 3. Wow. Boah, ist Fidget dann stark. Okay. Fidget ist böse. Was sagt die Karte? 62%. Letzter Schlüssel. Langsam mache ich mir Sorgen. Lasagne. Ja. Runter mit dir, du hast Flugverbot. Oh. Aua. Lass mich rumrotieren, ich will Flammensäulen machen. So, genau, alles mal einäschern. Nein, du bist. Aber du bist dein Gegner. So, explodier. Danke. Ihr könnt auch alle einpacken. Ich bin dank den Ringen, die ich jetzt mir gebastelt habe, so overpowered. So. Schlüssel. Ein Schlüssel. So, weg mit euch unten. Ein Schlüssel. Hm. Wenn jetzt nur noch Schlüssel und dann, ein Käfig kommen. So. Und ja, es ist teilweise krass, wie man mit Europa mit dem Staubstaub fliegen kann. So, Stufenaufstieg. Den machen wir doch schnell. Powern wir Fidget weiter hoch. Auch wenn sie schon längst überpowered ist. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. Ja, Party. Ja, das passiert, wenn man alle 12 Leute aus Käfigen befreit hat.
Geht hier voll die Party ab auf der Weinstätte. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben.